Moinzen, herzlich willkommen zurück zu Deadpool. Wow. Und direkt tauchen irgendwelche Gegner auf, die durch Wände gehen können. Unschön. In der letzten Folge haben wir Arclight besiegt und, ja, Vertigo wird wohl in dieser Folge unser Gegner sein. Oder unsere Gegnerin besser. Hat uns letztes Mal ein wenig schwindelig gemacht. And what? Oh, I get it. Clever, High Moon. You think so? No, but we're doing it anyway. Ja, Deadpool macht die ganze Zeit Sprüche über dieses Spiel. Das ist ja wohl... Ja, also es ist interessant. Es gibt in diesem Spiel wirklich weder eine vierte Wand, noch ist es wirklich irgendwie, wie soll man sagen? Die ganze Zeit werden Sprüche darüber gemacht, wie dieses Spiel ist von Deadpool. Zum Beispiel Vertigo konnten wir uns keine besseren Bösewichte leisten. Das ist so klasse. Oh, okay. Decker hat ihn. Decker schützt die anderen, so wie es aussieht, glaube ich. Will den anderen erwischen. Ach Mensch, erstmal ein bisschen wieder aufladen. Okay. Auf den hauen, Mensch. So, der ist hin, der hatte den Schildgenerator. Okay. Komm. Ordentlich. Können wir eigentlich die Kisten kaputt machen? Nö. Was auch immer das Ding hier macht. Oh. Okay, sieht aber auch irgendwie ein bisschen Arena-mäßig hier aus. Oh. Zack, Kopf. Really? You think one guy is gonna stop me? Was zur Hölle? Ah, excellent technology. Also einer mit Raketenwerfern im Grunde. Böse, böse. Shoot, that was my favorite bullet. Can you send it back? Or just don't lose it. Coming over. Warte. Wow. Wir könnten natürlich nur mit... Ach so, der kann uns eine Granate an den Körper packen. Gut. Auf jeden Fall, der wirft halt... Also er schießt Granaten, das ist ziemlich übel, aber... Hat das ein bisschen geruckelt? Normalerweise hat das Spiel das ja nicht so. Oh, nein. Teleportieren. Puh. Schwein gehabt. Wir haben keine Granaten mehr. Und mit dem will ich nicht in den Nahkampf. Wow, you are one lucky guy, because that would have taken most people's heads clean off. Aber er hält uns so viel aus, dass wir ihn nicht umkriegen können. Also... Und einmal wieder hier hoch und erschießen. Also der ist relativ einfach. Oh. Come on, let's talk about this. You're making this too easy. Warte mal, wir können unseren... So, Momentum. Perfekt. Der ist auch hin. Wow. Leute. Können wir nicht drüber reden? Manchmal habe ich das Gefühl, wir können so eine Art Execute-Angriff machen, aber... Also wenn über denen so ein R ist, während die am Boden sind, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ein schwerer Granatenwerfer. Ich liebe manchmal dieses Spiel. Ach. Oh,
Hier kann ich den gar nicht mit hinnehmen. Ah, Vertigo. Vertigo, not now. Got a headache, man. You officially have the lamest power. In der Maske ist das richtig eklig. Right where I am. Right where I want you. Na toll. Das ist cool. Nicht, dass das viele Punkte wären oder so, aber... Wow, nett. Aua, das tat weh. Das hat auch weh. Das auch. Yes, sister. All my satellites are in place, ready for your broadcasts. Excellent. You are no longer any use to me, filthy human. Shit, there goes our contract, Mike. Wait, wait, wait. Is that how the script goes? Time to have a little chat with Sinister. Sinister. Hey there, Captain Douche. You know, I don't appreciate you killing my target before I go. Now I need to collect from your sorry ass. Should I be impressed? What the hell? Why is this happening? Aua. Come, Blockbuster. Genosha awaits. Psylocke? Domino. Boner? Engaged? What are you ex-babes doing here? We'd probably know if we'd read the original script. Deadpool, you need to listen to me. Mr. Sinister has taken over Chance White's cell. Hard to believe we used to date her. Why'd he dump her? She's hot! Not as hot as Psylocke, though. Were you even paying attention? Wolverine? Rogue? Hey, you're here too? Try reading the script. Like the girl said, we gotta go to Genosha if we're gonna stop Mr. Sinister from... Wait, Genosha the island? Hey, we'll have to fly there! Are we taking the Blackbird? Oh, I always wanted to fly the Blackbird! No goddamn way. Deadpool, quit fooling around! Yippee! Let's just kill all the X-Men! L-O-L. Deadpool, look out! Also, Wolverine kommt tatsächlich vor. Wir haben echt den Blackbird geschrottet. See? Montage works every time. We crashed. Yeah, but we crashed on Genosha. It seems our flight was a little more than the X-chumps could handle. Ooh, are they dead? Let's gently poke the furry one and find out. Ich würde sagen, ich schau mal kurz, ob wir genug für irgendwas haben. 80.000 für die Size. Ich möchte aber gerne eine Schrotflinte? Pulsgewehr für 200 können wir uns nicht leisten. Aber wir können zum Beispiel das hier mal probieren. 120 Munition. Rüsten wir es mal aus. Ist ausgerüstet. Achso, man muss mehr Gegner mit der Waffe töten. Mal schauen, was ist das für eine Waffe? Oh, das gefällt mir. Du willst wirklich mehr über diesen Kanadier wissen? Na gut, drück Leertaste, machen wir doch. Wolverine! My healing factor came from his DNA. So we're like twins, except he's short and furry. And he smells funny. He loves it when people ask him if they can fly the Blackbird. He's got these awesome adamantium claws that cut through anything, including my body when I piss him off. Ich hätte das vielleicht bei Mr. Sinister auch machen müssen. Naja, interagieren wir mal mit dem. Oh, Wolby, time to wake up. Oh, Feige. Rise and shine, Stubby. Wake up. Up and at him. Fine, then. That's for all the clown jokes. That's for never calling just to say hi.
That's because I get aroused when I slap people. That's for all the furry midgets in the world. That's because I feel like it. Why won't you wake up? Wake up! That's because the player keeps mashing the button. That's because I like slapping fleshy things with this hand. That's for being in more comics than me. That's for making me love you. That's for making me hate you. That's for never taking us to the prom. That's for always working late. That's for being short. That's for stabbing me in the heart. Literally. That's for never letting me fly the Blackbird except when I crashed it. That's for being the worst wingman in bromance history. That's because I want to see if the player will keep doing this. That's for all the hot gamer girls out there. Hey, call me. That's for being a total douche. That's for never washing the dishes. That's for last year's white elephant gift. Who wants a white elephant? And finally, that's because the whole setup just added 5 minutes of bonus play to the most awesome game ever devised by Mutant or Man. I guess he's not waking up. Curious. Looks like we're flying solo, boys. It's as if the next section was designed with that in mind. Hier liegen dann also Rogue, Domino und Psylocke. Ja, hier liegt Wolverine. Tja, Logan, wir müssen ohne dich weiter. Was hat Deadpool da gemacht? Auf jeden Fall sollten nichts. Wow, is that a Sentinel? Sure is. Impressive, right? You can see how they could destroy this entire island, populated with powerful mutants. Here comes Sinister's lackeys. Guess they saw our Blackbird's, landing? Wasn't exactly so. Also ich muss schon sagen, die Waffen... What the hell was that? Ich mag Schnellfeuerwaffen. Warte. So. Seriously, what is that shaking? Oh, it just never gets old. You know what I'm saying? It's getting closer. Verbesserung verfügbar. Gut, ich denke in dem Fall für unsere Waffe hier. Was können wir denn verbessern? Gierig, perfekt. Manchmal muss man auch nachladen, ja. Have you got a healing factor? Auf jeden Fall ballern wir mit den Dingern schon ordentlich rum. Mir gefallen die besser als Pistolen. This ain't a paintball, Skipper. Sure. Oh man, zoom in on Tubbo up there. Whoa. Stop dropping my camera, player. Thing was expensive. Now get up. Was kann der Gute denn? Holy shit, that guy is big. Dude, is your primary means of transportation belly flops? That can't be efficient. Hauen wir dir mal unser Magazin rein. Wow. Jetzt geht die Munition aus. Ich möchte sein, sie ist so gut wie alle. Ah ne, wir kriegen hier neue. Gut. Wo ist er hin? Ab da. Can take a metric ton of punishment. Hey, player, did you buy anything that might get harder? Können natürlich auch schauen, wie es mit Granaten aussieht, wie der die aushält. Hey, does this smell funny to you? Whoa. In so einem Moment am besten warten, bis er wieder sowas ansetzt. Ja, da stand er mittendrin. Aber irgendwie wird das gerade nicht so richtig. Gleich haben wir ihn. Und drauf. Picked the wrong time to get tough, tons of fun. Noch mehr Typen.
So, und wir hauen hier schön weiter drauf. Wie? Hat er plötzlich die Waffen gewechselt? Ach warte, das ging auf irgendeiner Taste, das habe ich aus Versehen gemacht. Oh, das wollte ich gar nicht. Einfach nur reagiert und zack. Worauf wechselt man jetzt nochmal? Nee. Egal. Ausrüsten, Verbesserung. Feuerrate um 20% erhöhen. 4 plus 4 Patronen. Und um Angriff erhöhen, muss man aber mehr Gegner mit töten. Also, ja, Feuerrate um 20% drauf ist schon geil. Zurück zum Spiel. Und... ja, ich würde sagen, bevor wir durchgehen, mache ich hier wieder einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Deadpool. Ich hoffe, das ist sehr gefällig soweit. Lasst gerne konstruktive Kritik da. Ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio, euer Scarecrow.